Gehen wir ein paar Staaten durch, mit denen Sie immer wieder verbunden werden. Liberia. Haben Sie für Liberia eine Sonderbotschaft übernommen? Ja, ich habe für... Deswegen ist es auch so eine Unverschämtheit vom Auswärtigen Amt, sich da einzumischen. Das muss ich darauf zurückkommen. Denn der letzte Angestellte im Auswärtigen Amt weiß, dass Präsident Tolbert mich zum Sonderbotschafter gemacht hat. Und, muss ich Ihnen dazu sagen, ich hatte sogar Staatssekretärsfunktionen. Und ich gönne es eine ganz einfache Geschichte. Da brauche ich aber in Deutschland niemanden zu fragen, ob ich das annehmen darf. Es war ganz einfach so, ich weiß nicht, ob Ihnen das bekannt ist, ich habe dann damals, als Liberia sehr am Boden lag, habe ich 66 Millionen nach Liberia gebracht. Und zwar habe ich diese Beflaggung der Schiffe unter dem Präsidenten Tolbert. Jene Schiffe, die immer so leicht sinken. Bevor Sie zu Ende nachgedacht haben, wir haben festgestellt, dass die Liberianer undankbar sind. Wir haben in der Botschaft angerufen, haben nach Ihnen gefragt, da sagte uns der entsprechende Attaché, 1991 sahen wir diesen Mann, gemeint sind Sie, im Fernsehen, der eine liberianische Flagge am Auto hatte. Ja, und darf ich Sie gleich unterbrechen? Moment, ich darf Sie unterbrechen. Ich habe gesagt, unter Präsident Tolbert. Inzwischen hat ein Sergeant die Regierung übernommen. Und dieser Mann ist ein Todfeind von mir. Ich habe gesagt, unter Präsident Tolbert. Dadurch, dass immer die Präsidenten in diesen Ländern so schnell wechseln, muss man einfach 4 bis 5 verschiedene Diplomatenpässe von verschiedenen Ländern haben, damit man immer ausgestattet ist. Oscar Wilde hat auch gesagt, man kann nicht vorsichtig genug in der Wahl seiner Feinde sein. Sie haben noch mehr. Wie ist es mit Panama? Panama, gar, da habe ich gar nichts mehr zu tun. Da hieß es nämlich, wir kennen diesen Namen nicht und wissen auch von dem Vorfall nichts. Gemeint ist Ihre Hochzeit mit einer Panama-Standarte am Band. Nein, hätten wir Unterlagen darüber erhalten, so hätten wir entsprechende Schritte eingeleitet. Nein, das ist nicht richtig. Sondern Panama, ich habe Ihnen einen Brief beigelegt zu dieser Sendung, dass mir ein Hilfeschrei aus dem Miami-Untersuchungsgefängnis von dem Staatspräsidenten zugeschickt wurde. Und das war meine letzte Beziehung zu Panama. Wie war die letzte Beziehung zu Jordanien? Zu Jordanien war es ganz einfach so, dass der Bruder von König Hussein mit mir auf Sylt war, 3 Wochen, und der Bruder mich gebeten hat, ob ich nicht etwas für das Land tun könnte, und mir ein entsprechendes Schreiben gegeben hat, und ich dieses Schreiben zurückgeschickt habe, weil ich an Golf von Akaba beim besten Willen keine Touristen hinbringen konnte. Auch Undank auf jordanischer Seite. Nein, wir haben doch Jordan angerufen. Nein, es kommt jetzt. Doppelpunkt. Wir haben, da sagt uns die Botschaft, wir haben nie etwas mit ihm zu tun gehabt, noch werden wir jemals etwas mit ihm zu tun haben. Er lügt. Für Menschen wie Herr Weyer haben wir keinen Platz. Herrn Weyer gehört das Handwerk gelehrt. Sie haben ein Buch von mir in Ihrem Büro liegen. Da ist das Bild vom Bruder vom König drin. Ich meine, das ist ja nicht gestellt. Und ich stelle hier im Augenblick auch nur Aussage gegen Aussage. Und gebe Sie sind ja in der Lage, ein Buch, was von mir veröffentlicht ist, 83.000 Mal verkauft ist. Das werden Sie doch sehen. Da ist das Bild mit dem Bruder des Königs von Jordanien. Das haben Sie jetzt zur Vorbereitung der Sendung wahrscheinlich gemacht. Sicher. Ja. Gut, aber also, wie erklären Sie sich diese enorme Animosität? Das erkläre ich mir deswegen, weil ich, das ist dasselbe wie beim Auswärtigen Amt, weil ich in dieser Branche 51 Millionen Dollar verdient habe. Stehen Sie, das ist eine Unverschämtheit, dass Sie, und Sie müssen auch Ihre Zuschauer nicht für so blöd halten, dass Sie jetzt sagen, Botschaft so und so. Ich sage Ihnen, dass die Botschafter, die Präsidenten, die mich vor 20 Jahren oder hier bei Babydoc, die ich vor 16 Jahren zuletzt gesehen habe, da können Sie doch gar nicht annehmen, dass wenn das Regime gestürzt worden ist, dass das neue Regime einen ähnlich guten Kontakt hat, wie das damals, als er in der Macht war. Das wissen Sie doch, oder nicht? Jetzt hört sich Ihre Stimme so an, als würden Sie in Tränen ausbrechen. Absolut nicht. Ich habe Ihnen... Ich bin der Meinung, wie ich vorhin schon mehrfach ausgeführt habe, dass es für einen Mann eigentlich sekundär ist, ob er mit Schönheit gesegnet ist. Das sehen Sie ja daran, dass aus Ihnen auch was geworden ist. Was für ein reizendes Kompliment. Kommt ganz unerwartet. Sie haben sich erwähnt, dass wir Sie beschenken nach dieser Sendung, die hart für Sie war. Danke. Dass Sie ein bisschen mitbekommen. Welches Verhältnis haben Sie zum Geld? Sie werden verstehen, dass ich nach ein paar unpassenden Bemerkungen von Ihnen kein Geschenk mehr annehmen möchte. Ich danke Ihnen sehr. Es bleibt also darunter? Es bleibt darunter. Ich möchte von Ihnen kein Geschenk annehmen. Sollen wir es jemand spenden? Sie können damit machen, was Sie wollen.
Sind Sie sicher, dass Geld darunter ist? Ich möchte von Ihnen kein Geschenk annehmen, das lassen Sie bitte. Wenn es etwas anderes wäre. Danke, ich bin so glücklich, rundherum glücklich, dass ich keine Geschenke mehr brauche. Sie bereuen, hier gewesen zu sein? Ich bereue nicht, hier gewesen zu sein. Ich kann Ihnen nur wirklich als der Ältere mit auf den Weg geben, dass Sie noch an sich arbeiten. Was würden Sie sich wünschen, was auf Ihrem Grabstein stehen sollte? Er war ein anständiger Kerl, trotz seines Erfolges und trotz seiner vielen Neider. Und Sie zählen mich dazu? Zweifellos. Dann geben wir in die Maske.